kommen nun, oder es geht jetzt weiter in der Tagesordnung. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt. Ich habe es gleich. Ja, ich weiß, muss erst mal alles aufschlagen. Ja, ja, ich habe doch alles hier. Zweite Lesung, Tagesordnungspunkt 12, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der CDU und von Bündnis 90 die Grünen, zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Behindertengleichstellungsgesetzes. Hierzu gibt es einen Änderungsantrag der Fraktion der CDU, der Fraktion Bündnis 90 die Grünen und einen Änderungsantrag der Fraktion der SPD-Fraktion Die Linke. Kurze Frage, müssen wir Berichterstattung machen? Ja. Berichterstattung müssen wir machen. Dann darf ich die Berichterstatterin, Frau Kollegin Ravensburg, bitten, das Wort zu ergreifen. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt mit Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die SPD und DIE LINKE bei Stimmenthaltung der AfD und Freie Demokraten, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Vielen herzlichen Dank, Frau Kollegin Ravensburg. Ich eröffne die Beratung. Und als erste Rednerin darf ich ans Rednerpult bitten die Kollegin Lisa Gnadl für die Fraktion der Sozialdemokraten. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir hatten eine sehr interessante und aufschlussreiche Anhörung zur Änderung des Hessischen Behindertengleichstellungsgesetzes im Sozial- und Integrationspolitischen Ausschuss. In der Anhörung sind viele bedenkenswerte Anstöße geliefert worden, die den vorliegenden Gesetzentwurf qualitativ verbessern können und vor allen Dingen auch den Betroffenen zeigen, dass wir ihre Anliegen ernst nehmen. Gemessen am Status quo bringt der Gesetzentwurf von CDU und GRÜNEN durchaus einige Verbesserungen. In der ersten Lesung sprach meine Fraktionskollegin Ulrike Alex davon, dass das Glas halb voll sei. In der Anhörung wurden viele ernsthafte Anliegen eingebracht, mit denen man dieses Glas füllen könnte. Leider haben Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren vonseiten CDU und GRÜNE, diese Chance nicht genutzt. Offensichtlich sind Sie der Meinung, dass ein halbvolles Glas für Menschen mit Behinderung in Hessen ausreicht. Das sehen wir nicht so. Deswegen haben wir zusammen als SPD-Fraktion mit der Fraktion DIE LINKE einen umfangreichen Änderungsantrag zur heutigen zweiten Lesung eingebracht. Denn wir finden vieles in Ihrem Gesetzentwurf halbherzig und unverbindlich. Wir wünschen uns mehr Mut und fordern vor allen Dingen eine vollständige und konsequentere Umsetzung der Vorgaben und Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention. Woran mangelt es aus unserer Sicht? Erstens. Mit unserem Änderungsantrag stellen wir klar, dass zur Barrierefreiheit eben auch zählen muss, dass die Nutzung und das Mitführen notwendiger Hilfsmittel natürlich zugelassen sein müssen. Ein konkretes Beispiel aus der Anhörung waren die Assistenzhunde, die selbstverständlich eben auch in Busse, Rathäuser oder die Stadthalle mitgenommen werden dürfen. Zweitens wollen wir sicherstellen, dass öffentliche Einrichtungen eben auch barrierefreie Internet- und Intranet-Angebote bereitstellen. Interne Angebote heißen, führen vor allen Dingen dazu und sind notwendig, damit Menschen mit Behinderung eben auch die Voraussetzungen geschaffen werden, vor Ort entsprechend ihrer Arbeit nachgehen zu können. Barrierefreie externe Internetangebote und IT-Programme stellen eben sicher, dass Menschen mit Behinderung einen gleichwertigen Zugang zu Informationen öffentlicher Stellen haben und auch von Neuerungen wie der digitalen Verwaltung nicht ausgeschlossen sind. Drittens. Wir wollen auch Hilfen für Menschen mit mehreren Sinnesbeeinträchtigungen festschreiben, sodass beispielsweise taubblinde Menschen auf Lormen zurückgreifen können. Viertens. Wir wollen im Gesetz festschreiben, dass Menschen mit einer Behinderung auch ein Wahlrecht haben, in welcher Wohnform sie leben möchten. Wir wollen hier
eben eine Ist-Regelung und nicht nur eine bloße Soll-Bestimmung. Hier geht es nämlich schließlich um einen sehr essentiellen Bestandteil eines selbstbestimmten Lebens, das gerade das Behindertengleichstellungsgesetz aus unserer Sicht ermöglichen sollte. Fünftens. Wir wollen insbesondere auch verbindliche Einbeziehung der kommunalen Ebene bei den Vorgaben und der Beachtung der Ziele des Behindertengleichstellungsgesetzes. Ich weiß, dass das für Sie vonseiten CDU und GRÜNE ein durchaus heikles Thema ist. Und Sie verstecken sich mit Ihrem Gesetzentwurf hinter wachsweichen Formulierungen, damit bloß niemand auf die Idee kommt, dass das ein Fall für ein Konnexitätsprinzip sein könnte. Deswegen wollen Sie den Kommunen keine verbindlichen Vorgaben machen. Wenn Sie aber wirkliche Gleichstellung von Menschen wollen, dann wird das nicht ohne die Kommunen gehen. Und dann wird das eben auch nicht zum Nulltarif möglich sein. Die kommunale Ebene ist die, wo die sehr stark eben auch das alltägliche Leben von Menschen mit Behinderung berührt. Denken wir nur an die Gebäude und an die öffentlichen Dienstleistungen vor Ort. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wollen wir hier eine verbindliche Regelung, die dann auch entsprechend seitens des Hessischen Landtags auch und der Landesregierung auch finanziell unterstützt werden muss. Und hier werden Sie Farbe bekennen müssen. Sechstens. Wir wollen den Inklusionsbeirat stärken. Auf der einen Seite bedarf es auch einer Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlich tätigen Mitglieder aus unserer Sicht. Denn gerade in diesem Landesgremium fallen auch sehr Sitzungen mit hohem Fahr- und Zeitaufwand auf. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist eben auch ein Zeichen der Wertschätzung für diese ehrenamtlich wichtige Tätigkeit. Wir wollen aber noch mehr beim Inklusionsbeirat erreichen. Denn wir sind der Auffassung, dass dieser Beirat mehrheitlich aus unmittelbar Betroffenen bestehen muss, also mehrheitlich aus Personen, die eben unterschiedliche Behinderungen haben. Sie sind es schließlich, die persönlich im Alltag mit den großen und kleinen Barrieren und mit den großen und kleinen Benachteiligungen zu kämpfen haben. Daher wollen wir, dass die Betroffenen selbst mehr Stimmgewicht bekommen, indem wir eben in unserem Änderungsantrag festlegen, dass sie die Mehrheit der Mitglieder im Integrationsbeirat stellen sollen. Siebtens. Wir wollen, dass die Interessensvertretung durch den Behindertenbeauftragten bzw. durch die Behindertenbeauftragte verbessert wird. Und wir erkennen an, dass Sie auch in Ihrem Gesetzentwurf hier eine hauptamtliche Funktion vorsehen. Aber das reicht aus unserer Sicht nicht aus. Wir wollen für eine verbesserte und stärkere Interessensvertretung eben eine beauftragte Person, die unabhängig agieren kann und weisungsungebunden ihr Amt ausüben kann. Deswegen wollen wir, dass diese beauftragte Person vom Hessischen Landtag gewählt wird. Zudem fordern wir eben auch, dass wir eine Schlichtungsstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten einrichten, wenn eben jemand der Ansicht ist, dass er oder sie von einer öffentlichen Stelle des Landes in einem im Behindertengleichstellungsgesetz vorgesehenen Recht verletzt worden ist oder einen Verstoß gegen eine geschlossene Zielvereinbarung sieht. Auch anerkannte Verbände sollen diese Schlichtungsstelle anrufen können. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dieser Schlichtungsstelle orientieren wir uns auch an dem Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes, das ebenfalls eine solche Schlichtungsstelle vorsieht. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, so eine Schlichtungsstelle hat viele Vorteile. Es geht eben insbesondere auch darum,
Also es geht weniger darum, wer jetzt genau Recht oder Unrecht hat, sondern es geht eben darum, in einem niederschwelligen Verfahren zu schauen, wie ein aufgeworfenes Problem eben auch außergerichtlich gelöst werden kann. Sie sehen also, in der Summe greifen wir vielfältige Anregungen auf, die in vielen Stellungnahmen vorgetragen wurden. Und unser Änderungsantrag, den wir zusammen mit der Fraktion DIE LINKE einbringen, ist aus unserer Sicht sehr viel weitgehender und umfangreicher als der schwarz-grüne Änderungsantrag. Uns ist es wichtig, die berechtigten Anliegen der Menschen mit Behinderung ernst zu nehmen. Denn es geht am Ende darum, ob Menschen mit Behinderung eine möglichst gleiche Teilhabe an der Gesellschaft und am öffentlichen Leben ermöglicht wird. Und dabei, meine sehr verehrten Damen und Herren, sollten wir uns nicht mit einem halbvollen Glas zufrieden geben. Damit wir darüber noch eingehend beraten können, beantragen wir die dritte Lesung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin. Nächste Rednerin ist die Abg. Böhm für die Fraktion DIE LINKE. Danke sehr, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Das Hessische Behindertengleichstellungsgesetz hat eine zentrale Aufgabe, an der es sich messen lassen muss. Und das ist, leistet es tatsächlich einen Beitrag zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention? Lisa Gnadl ist schon darauf eingegangen. Jetzt ist die Frage natürlich schon, ist das Glas halb voll, viertel voll? Darüber lässt sich trefflich streiten. Wenn wir den Anzuhörenden Glauben schenken, die ihren schwarz-grünen Gesetzentwurf beurteilt haben, dann ist das Glas höchstens viertelvoll. Aber ich danke für das volle Glas. Danke schön. Muss ich schnell leer trinken. Ne? Also kein Verband, keine Organisation, kein Mensch mit Behinderung hat in der mündlichen wie der schriftlichen Anhörung ihren Gesetzentwurf als ausreichend angeschätzt. Ich will nur Professor Welti zitieren. Der hat ja das alte Gesetz in Ihrem Auftrag evaluiert. Er hat mit scharfen Worten Ihre Zaghaftigkeit in vielen Bereichen kritisiert. Sie haben ja nur drei ganz schmale Änderungsanträge zu Ihrem Gesetzentwurf vorgelegt. Die sind zwar ganz erst einmal begrüßenswert, aber sie kommen während der Anforderungen nicht gerecht, die diese Anhörung erfordert hat. Aber die Frage ist natürlich schon, warum haben Sie eigentlich den Anzuhörenden nicht zugehört? Warum hören Sie den Menschen nicht zu, die von diesem Gesetz unmittelbar betroffen sind? Sie haben damit, ich habe es beim ersten Mal schon gesagt, die Betroffenen zum zweiten Mal enttäuscht. Beim ersten Mal haben Sie ihnen die Anhörung verweigert. Beim zweiten Mal haben Sie nicht zugehört oder vielleicht auch ignoriert. Also ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ich kann gar nicht, bin mit einem langen Zettel an Kritikpunkten und Änderungspunkten aus dieser Anhörung herausgegangen. Wir waren gar nicht in der Lage, in der Zeit überhaupt auch nur einen Teil dieser Kritikpunkte in Änderungsanträge umzuwandeln. Wir haben ja wenigstens die wichtigsten Punkte aufgegriffen. Und wenn Sie sich jetzt nicht selbst die Arbeit machen wollten, Ihren Gesetzentwurf zu verändern, dann können Sie einfach unserem Änderungsantrag von SPD und LINKEN zustimmen. Kommen wir damit zu einer grundlegenden Feststellung. Ihr Gesetzentwurf entlässt die Kommunen und auch die privaten Unternehmen fast vollständig aus der Verantwortung, ihren Anteil für eine inklusive Gesellschaft zu leisten. Damit stellt das Gesetz nicht sicher, dass die gesellschaftliche Realität tatsächlich barrierefrei wird
und Menschen mit Behinderungen bleiben damit Bittstellerinnen und Bittsteller. Ich denke, das ist ganz sicher nicht im Sinn der UN-Behindertenrechtskonvention. Nur ein Beispiel. Frau Rott vom Landesverband der Gehörlosen hat in ihrer Stellungnahme sehr eindrücklich gemacht, wie aktuell die Kommunen auf Anfragen zur Kostenerstattung von gehörlosen Dolmetschern reagieren. Die sind aber in ganz vielen Dingen notwendig, also zum Beispiel auch im privaten Bereich. Und was bedeutet das dann, wenn man nicht genug Geld hat für einen Gebärdendolmetscher, kann man dann als Gehörloser nicht mal heiraten? Was soll das dann? Was ist das dann für eine Geringschätzung von Menschen? Mit der Aussparung von Kommunen und Privatunternehmen werden die Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention klar verletzt. Das wissen Sie auch, und Sie dulden es auch. Aber auch in der eigenen Landeszuständigkeit sieht es nicht besser aus. Es ist gut, dass Sie wenigstens das Merkzeichen Taubblindheit aufnehmen wollen. Aber trotzdem haben die Angehörten doch Sie explizit gebeten, dass der Paragraph um die Sprachdolmetscher und das LORM ergänzt wird. Das steht zwar in der Ausführungsverordnung, aber die Menschen haben überhaupt keinen Zugang zu dieser Ausführungsverordnung, weil die ist irgendwo versteckt und gar nicht öffentlich zugänglich. Also, sie schaffen damit wieder neue Barrieren, obwohl sie behaupten, Barrieren abbauen zu wollen. Also ein wunderschönes Beispiel für eine grandiose Fehlleistung. Trotz aller Bitten der Anzuhörenden verzichten Sie auch auf die Schlichtungsstelle. Lisa Gnadl ist ja da bereits auch darauf eingegangen, weil dadurch könnten Dinge halt auch einvernehmlich geklärt werden über eine Schlichtungsstelle und müssten nicht vor Gericht verhandelt werden. Ich denke, das wäre eigentlich sinnvoll, hier dazu eine Position zu gewinnen. Sie gehen auch, und das denke ich, war eine ganz bittere Erfahrung auch für die Verbände, dass Sie die Anforderungen für Barrierefreiheit in der Informationstechnik weitgehend ignoriert haben. Sie haben gesagt, das kommt alles in eine Verordnung. Allerdings auch auf meine Frage im Ausschuss, wie sieht es denn aus mit der Verordnung? Wie weit ist denn die Landesregierung dazu? Habe ich keine Antwort bekommen. Und solange die Menschen mit Behinderungen nicht wissen, wie sieht denn tatsächlich die Verordnung aus, haben sie natürlich das elementare Interesse, dass das ins Gesetz reingeschrieben wird, weil es eine ganz wesentliche Sache für Menschen, die sehbehindert und blind sind, ist die Frage der Barrierefreiheit im Internet eine berufliche, existenzielle Frage. Und sie haben große Bedenken, dass sie nicht von den Möglichkeiten, die die Technik heute bietet, profitieren können, aber dass sie auch noch mehr ausgeschlossen werden aus den technischen Möglichkeiten bzw. auch keine Möglichkeit haben, mehr ihren Beruf, ihre Berufstätigkeit auszuführen. Noch ein weiterer Punkt, den ich gerne noch erwähnen möchte, ist bei der Frage der Landesbeauftragten. Sicher eine gute Sache, den Landesbeauftragten tatsächlich hauptamtlich zu machen. Das ist ja schon einmal ein Schritt. Aber warum muss er unbedingt berufen werden? Wenn es eine Person hauptamtlich ist und sie wird berufen von der Landesregierung, ist sie natürlich in einem noch viel stärkeren Abhängigkeitsverhältnis, als wenn sie vom Landtag gewählt werden würde, wie das in anderen Bundesländern tatsächlich stattfindet, in Schleswig-Holstein und in Thüringen, die damit auch gute Erfahrungen gemacht haben. Ich denke, die Legitimation dieser Person wäre viel größer, sie hätte eine größere Durchsetzungskraft, sie hätte doch viel mehr Möglichkeiten. Aber anscheinend haben sie davor Angst, dass eine starke Person auch öffentlich die Probleme benennt und nicht nur ihnen nach dem Mund redet. Auch würde diese Thüringer Regelung, die wir auch zum Teil genutzt haben bei unserem Änderungsantrag, eine weitere Stärkung des Inklusionsbeirates bedeuten. Weil ich denke, die Verbände haben sie deutlich darauf hingewiesen, dass nicht nur die Aufwandsentschädigung sichergestellt werden soll, sondern dass es tatsächlich Menschen mit Behinderungen in den Beiräten sein sollen und nicht nur Vertreter von Vereinen mit Behinderungen. Und dass es da einen Unterschied gibt, das muss man
man, denke ich, auch verstanden haben in dieser Sache. Also hier ist unser Änderungsantrag auch deutlich sachdienlicher als Ihr Entwurf. Ich denke, in der Behindertenpolitik gibt es ganz deutlich einen Grundsatz, nicht über uns, nicht ohne uns. Und das sollte uns auch wirklich zu denken geben, dass Anzuhörer in der mündlichen Anhörung ganz deutlich gesagt haben, uns aufgefordert haben, Sie aufgefordert haben, diesen Entwurf nicht so passieren zu lassen. Er wird nicht den Anforderungen an ein modernes, inklusives Behindertengleichstellungsrecht gerecht und nicht einem Gesetz gerecht, was den Anforderungen der UN-Behindertenrechtskonvention folgt. Und somit ist es, glaube ich, heute ein nicht so schöner Tag für Menschen mit Behinderungen in Hessen, weil sie doch zum zweiten Mal die Möglichkeit verschenkt haben, ein Gesetz zu verabschieden, das wirklich im Interesse der Menschen mit Behinderungen ist. Ich bedanke mich. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin Böhm. Nächste Rednerin ist die Abg. Bründel, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir beraten heute erneut das von Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN eingebrachte zweite Gesetz zur Änderung des HessBGG in zweiter Lesung. Und vielleicht sollten wir uns die Zeit nehmen, statt uns Vorwürfe zu machen, einen sachlichen Blick auf den Gesetzentwurf zu werfen. Ziel des Gesetzes ist es, und das sollten wir bei allen Detailfragen nicht aus den Augen verlieren, die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Und dazu müssen Barrieren abgebaut werden. Da sind wir uns sicherlich alle einig. Die Debatte zum Hessischen Behindertengleichstellungsgesetz ist wahrlich nicht neu. Deswegen gehe ich nur kurz auf die Genese des Gesetzentwurfs ein. Der vorliegende Gesetzentwurf basiert, das wissen wir alle, auf dem vergangenen Jahr eingebrachten Novellierungsentwurf des HessGBB, der in der letzten Legislaturperiode nicht mehr verabschiedet wurde. Und er beinhaltet bereits deutliche Verbesserungen, nämlich die Änderungen, die am 22.11.2018 ins Jahr bereits beschlossen wurden. Es wurden wesentliche Verbesserungen eingearbeitet, die bei der ersten Lesung ja bereits ausführlich dargestellt wurden. Worum geht es im Kern dieses Gesetzentwurfs? Das HessBGG ist weiterhin als Rahmengesetz zu verstehen und dient dazu, die Vorgaben der UNBRK in das Verwaltungshandeln des Landes zu transportieren und sicherzustellen, dass alle Betroffenen in Deutschland vergleichbare Standards vorfinden. Aber, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir sollten den Abbau von Barrieren als stetigen Prozess begreifen und uns sollte bewusst sein, dass wir auch in Zukunft vor immer wieder neuen Aufgaben stehen werden. Langfristig gesellschaftliches Ziel muss es sein, dass Barrierefreiheit zur Selbstverständlichkeit wird. Deswegen ist es wichtig, dass sich der Gesetzentwurf auch mit der Anpassung der Begriffe der Behinderung, Benachteiligung und Barrierefreiheit befasst. Behinderung entsteht nur aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigung und den einstellungs- und umweltbedingten Barrieren. Für einen Menschen, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, bedeutet ein Gebäude ohne Rampe oder Aufzug genau die Barriere, die seine körperliche Beeinträchtigung zur Behinderung werden lässt. Und genau das, verehrte Kolleginnen und Kollegen, das müssen wir ändern. Das Verständnis von Behinderung entwickelt sich ständig weiter. Und mit der Anpassung von Begrifflichkeit verändert sich auch das Bewusstsein für die Belange von Menschen mit Behinderung. Ich will noch einmal ganz kurz auf ein paar Eckpunkte eingehen des vorliegenden Gesetzentwurfs. Wir haben schon viel eingearbeitet, das hatte ich bereits gesagt. Ich denke, darauf sollte man auch noch einmal einen Blick legen. Wir haben eine Neuregelung in § 18 Absatz 5 getroffen. Und hier haben wir festgelegt, dass die Beauftragte der Hessischen Landesregierung für Menschen mit Behinderung das Amt künftig hauptamtlich ausübt und dem Sozialministerium zugeordnet wird. Und dadurch erfährt sie die Würdigung und Bedeutung, die diesem Amt auch zusteht. Und dem Beauftragten kommt auch künftig die Rolle zu, gemeinsam mit dem Inklusionsbeirat wichtige Anregungen zu treffen, mit einzelnen Betroffenen zu sprechen, mit Selbsthilfegruppen und Behindertenverbänden und da auch die Anregungen weiterhin anzunehmen. Die und der oder der Landesbeauftragte fördert die Zusammenarbeit mit Verbänden, kommunalen Gremien,
Behindertenbeiräten und Ausschüssen. Und wir alle wissen, wie wichtig der Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit mit den Verbänden und Organisationen ist, die sich mit den Interessen der Menschen mit Behinderungen befassen. Der Inklusionsbeirat, den es bereits gibt, ist jetzt im Gesetz verankert. Und diese gesetzliche Verankerung lässt ihm nun auch den angemessenen Bedeutung zukommen. Die Aufnahme der Beweislastumkehr ist in § 4 geregelt, und in § 5 geht es um eine weitere Stärkung der Rechte von Frauen und Kindern sowie Eltern mit Behinderung. Menschen mit Hör- und Sprachbehinderungen haben das Recht, die deutsche Gebärdensprache oder lautsprachbegleitende Gebärden zu verwenden. Wir richten unser Augenmerk aber auch auf taubblinde Menschen, die für die Gebärdensprache keine Lösung, für die Gebärdensprache keine Lösung ist. In § 18 regelt das Gesetz, dass die Landesbeauftragte Kommunen beratend zur Seite stehen kann, damit diese ihrer Pflicht zur Regelung des § 8 Absatz 2 nachkommen kann. Die Landesbeauftragte kann auf Wunsch der Kommunen bei der Erstellung von Satzungen behilflich sein oder Mustersatzungen erstellen. Es gibt also einen ganzen Maßnahmenkatalog, der verdeutlicht, dass die Bedürfnisse von Menschen mit Beeinträchtigung ernst genommen werden und schlussendlich dem Abbau bestehender Barrieren und Benachteiligungsstrukturen dient. Am 9. Mai dieses Jahres fand nach Eingang der schriftlichen Stellungnahme die mündliche Anhörung im SIA-Ausschuss statt. Ich möchte mich noch einmal ausdrücklich für die zahlreichen Stellungnahmen der Vertreterinnen und Vertreter der Behindertenbeiräte bedanken. Diese vielfältigen Vorschläge für Anpassung und Verbesserung sind sehr wertvoll. Sie erweitern den Blickwinkel, sind ein wichtiger Bestandteil in einem Gesetzgebungsverfahren und werden von uns sehr ernst genommen. Nun liegt Ihnen ein Änderungsantrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN vor, der folgende Ergänzung vorschlägt. In § 4 wird nach dem Wort verweigert das Wort erschwert eingefügt. Damit wird klargestellt, dass Barrierefreiheit dann nicht vorliegt, wenn die Nutzung oder der Zugang von Hilfsmitteln mit erheblichen Umständen für die Menschen mit Behinderung verbunden ist. Beispiele sind hier die Aufforderung, keine Elektrorollstühle, sondern handgeschobene Rollstühle zu nutzen oder das Verbot der Mitnahme von Blindenführhunden oder Assistenzhunden. In § 8 Absatz 3 wird die Angabe Gehörlose, Ertaubte, Schwerhörige oder taubblinde Menschen eingefügt und soll dem besonderen Kommunikationsbedarf dieses Personenkreises gerecht werden. Und in § 19 Absatz 4 regelt die Aufwandsentschädigung für die Tätigkeit der Inklusionsbeiratsmitglieder. Nach unserer Ansicht sind Menschen mit Behinderung Experten bei der Umsetzung von Barrierefreiheit. Um dieses Ehrenamt begleiten zu können, sollten Mitglieder des Inklusionsbeirats eine Aufwandsentschädigung erhalten. Sehr verehrte Damen und Herren, nun hat die SPD neben den vielen Kritikpunkten einen Änderungsantrag vorgelegt, zusammen mit den LINKEN, der von allen die Einrichtung einer Schiedsstelle fordert. Dazu muss ich sagen, die Einrichtung einer solchen Schiedsstelle muss nicht zwingend im Rahmen des HESBGG erfolgen. Wir könnten auch prüfen lassen, ob es andere vergleichbare Maßnahmen gibt, die Streitfragen schlichten oder Streitfragen sogar vermeiden. Das HESBGG soll weiter evaluiert werden. Es ist nicht in Stein gemeißelt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns endlich einen Schritt weiterkommen und dieses Gesetz auf den Weg bringen. Denn es geht um weit mehr als nur klare Handlungslinien für Behörden. Es geht um die Anerkennung aller Menschen als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft. Es geht um das Recht auf Bildung und Erziehung, das Recht auf Arbeit, auf Assistenz und Unterstützungsangebote. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin. Brünnel. Zu einer Kurzintervention hat sich gemeldet die Kollegin Lisa Gnadl, Fraktion der SPD. 2 Minuten hat sie Zeit. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Frau Brünnel, ich habe mich jetzt noch einmal gemeldet auf Ihren Hinweis hin, wir sollen doch uns nicht jetzt hier mit Vorwürfen begegnen, sondern da entsprechend gemeinsam auch dieses Gesetz voranbringen. Ich muss sagen, wir haben einen Änderungsantrag eingebracht. Und ich verstehe einen Änderungsantrag nicht als Vorwurf, sondern als Verbesserung Ihres Gesetzentwurfs. Und ja, ich habe auch in meiner Rede deutlich gemacht, dass wir durchaus anerkennen, dass auch der vorliegende Gesetzentwurf
besser ist als der Status quo, den wir jetzt haben. Aber es ist doch eine Frage, ob wir die berechtigten Anliegen, die es in der Anhörung gegeben hat, seitens der Vertreterinnen und Vertreter der Behindertenverbände, ob wir diese weiter aufgreifen und ob wir eben das, und ich habe das vorhin mit dem halbvollen Glas meiner Kollegin Ulrike Alex zitiert, ob wir eben dieses halbvolle Glas weiter füllen wollen. Und in diesem Sinne verstehen wir unseren Änderungsantrag. Und das möchten wir auch entsprechend sachlich beraten wissen. Und wir hoffen darauf, dass Sie auch heute Abend noch im Ausschuss durchaus diese Anliegen, die in der Anhörung hervorgebracht wurden und die wir hier in der zweiten Lesung deutlich gemacht haben, dass Sie diese ernst nehmen und auch ernsthaft prüfen. Wir wollen nämlich, dass es einen weisungsunabhängigen Landesbeauftragten gibt. Wir haben die Schlichtungsstelle geregelt, ja auch etwas, was ja auch auf Bundesebene geregelt ist. Warum soll man das nicht auf Landesebene regeln können? Die verbindlichen Vorgaben für die Kommunen, das Wahlrecht auf die Wohnform, die barrierefreie IT-Angebote, der Inklusionsbeirat, wo wir eine mehrheitliche Besetzung eben von Menschen mit Behinderung drin haben wollen, die ihre Anliegen dort auch entsprechend vorbringen müssen. Und das wollen wir gestärkt wissen im Inklusionsbeitrag. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen das Glas, das halbvolle Glas weiter füllen. Denn am Ende geht es darum, dass eine gesellschaftliche Teilhabe vollumfänglich für Menschen mit Behinderung ermöglicht wird.